Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby Team und in diesem Video zeige ich dir, wo du was bei Bilby findest. Ich zeige dir die verschiedenen Bereiche in Bilby und was du dort findest. Wir teilen das Video in mehrere Teile auf, wobei wir in jedem Video auf einen anderen Bereich von Bilby eingehen. Hier in diesem Video geht es um die Berichte. Alle anderen Videos findest du in der Infobox verlinkt. Die Berichte findest du über das Symbol mit den Graphen. Anschließend wird dir eine Übersicht über alle Berichte angezeigt, die du bei Bilby generieren kannst. Hier kannst du zum Beispiel eine Auftragsliste oder eine Pickliste generieren, aber auch Analysen über deine Verkäufe nach Tag, Wochentag oder Uhrzeit. Klickst du zum Beispiel auf die Pickliste, dann kannst du oben noch Einstellungen vornehmen. Du kannst zum Beispiel nach bestimmten Shops filtern oder nach bestimmten Mitarbeitern. Über Eigenschaften kannst du noch den Status auswählen, in dem sich eine Sendung befinden soll. Wählst du jetzt noch einen Datumsbereich aus und nach was die Pickliste sortiert sein soll, dann musst du oben nochmal auf Aktualisieren klicken. Die Pickliste aktualisiert sich dann nach deinen Einstellungen und kann von dir gespeichert werden. Wenn du das Bilby-Menü jetzt ausklappst, dann siehst du, dass noch zwei Menüpunkte unterhalb von dem Punkt Berichte dazugekommen sind, nämlich Systemereignisse und Umrechnungskurse anzeigen. Die Systemereignisse protokollieren allerhand an Dingen, die in deinem Bilby-Account ablaufen. Zum Beispiel werden Logins und Logouts protokolliert, aber auch Shop-Abrufe, gesendete Mails, Zahlungsabgleiche oder die Ausführung von Regeln. Im Menüpunkt Umrechnungskurse anzeigen kannst du die Umrechnungskurse von ganz vielen Währungen anzeigen lassen, zu einem bestimmten Datum der Vergangenheit. Nicht erschrecken, die Liste sieht erst einmal unübersichtlich aus, weil standardmäßig alle Umrechnungskurse angezeigt werden. Wenn dir die Liste zu lang ist, dann kannst du oben unter Basiswährung auch einfach nur eine Währung auswählen, für die du den Umrechnungskurs sehen möchtest. Wenn du zum Beispiel Euro auswählst, dann siehst du auch nur die Umrechnungskurse von Euro zu anderen Währungen. Hast du noch Fragen zu den Berichten bei Bilby, dann melde dich gerne bei uns. Lass uns einen Kommentar da oder schau auf unsere Hilfeseite. Schau doch auch mal bei unseren anderen Videos vorbei und bis zum nächsten Mal.